Guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 5. November 2015, glaube ich. Weiter schaffen. Die Ostsee ist noch da. Ich glaube, die Zeit wird schlechter als sonst. Ein bisschen Muskelkater am Bauch. Und meine Beine sind auch ein bisschen lahm. Auch Muskelkater von gestern. Das, was ihr da gesehen habt an Sport, was ich gemacht habe, war ja nur die Hälfte. Ich wusste noch länger, was das, als das, was zu sehen war, weil ich das Teil weggeschnitten habe. Aber auch da hat die GoPro gestern Abend wieder gesponnen und nicht alles aufgenommen. Und ich habe nicht richtig auf Aufnahme gedrückt. Keine Ahnung. Aktivität wurde automatisch pausiert. Mal Wien hat sich da nichts getan. Und das liegt garantiert daran, weil da der Urlaub dazwischen war. Also bei meinen Eltern zugenommen hatte. Der Hund setzt sich vor ihn hin und fängt an zu kacken und sie geht vorbei. Wie freundlich hinterhergerufen, Entschuldigung, ihr Hund kackt dahin. Und das weggemacht. Heute ist aber nicht ganz so neblig. Und irgendwie ist ein ganz, ja, weiß auch nicht, interessantes Licht. Da will die Sonne rauskommen, ist ja unfassbar. Ostsee sieht auch nicht so brackig aus wie sonst. Geht schon fast in Türkise. Ganz schick heute. Kommt hier tatsächlich noch die Sonne raus. Ab 11 soll es eigentlich regnen. Mal sehen. Da hinten wird es schon dunkler. Ich glaube, es gibt da noch Regen. Aber so ein paar Minuten Sonne war jetzt echt wirklich schön nach 3 Tagen Nebel. Okay, ich wollte gerade zeigen, wie du im Loch schon verschwunden bist. Und dann kommst du da raus. Mann, Mann, Mann. Die Möwe hat einen Fisch gefangen und frisst ihn jetzt. Jetzt stehen sie alle und wollen der Möwe beim Fressen zuschauen. Aber die hat Angst, die wird den Fisch wieder los. Ich arbeite schon seit mehreren Jahren mit Adobe Lightroom, um meine Bilder zu bearbeiten. Zumindest die von der 7D und manchmal auch die vom iPhone und GoPro, von der GoPro. Und das wird inzwischen immer mehr. Also ich bearbeite meine Bilder fast immer in Lightroom. Außer es muss schnell gehen, ich mache es auf dem Handy. Naja, jedenfalls habe ich diese Creative Cloud Abo bei Adobe, wo Lightroom mit drin ist und Photoshop. Und kriege so automatisch immer alle Updates von Lightroom und Photoshop. So, und seit einem der letzten Updates ist der Importvorgang von Lightroom verändert worden. Vorher habe ich hier links, wie jetzt auch, hier ausgewählt, welche Kamera ich nehme, also oder welche Karte oder wie auch immer, von wo ich importieren will. Hier EOS Digital. Dann kann ich hier die Bilder auswählen. Das hat sich schon ein bisschen geändert. Und hier oben hat man dann gesehen,
welchen Weg es ging, also von der Kamera auf den Rechner in Lightroom rein und wo es hingespeichert werden wollte. Und dann konnte man hier rechts noch einiges einstellen, so wie hier jetzt auch. Und hier unten konnte man auswählen, welche Importvorlage man wollte. Und ich habe verschiedene Importvorlagen gehabt. Einmal eine Vorlage für die Canon EOS 7D, die ich habe, eine für die GoPro und eine fürs iPhone. Damit wurden dann zum Beispiel, wenn ich die Bilder von der GoPro importiert habe, habe ich unten ausgewählt Importvorlage GoPro. Dann hat er automatisch schon in meine Stichwörter GoPro eingetragen, Hero 3, Black Edition und solche Sachen. Hat die umbenannt und hat dann gleich diese Hashtags und so eingetragen, sodass ich später in Lightroom sofort sehen konnte, okay, dieses Bild wurde mit der GoPro gemacht, dieses Bild wurde mit der Spiegelreflex gemacht, dieses Bild wurde mit der iPhone gemacht, und hat sofort die entsprechenden Hashtags schon drin gehabt und ich brauchte in den Metadaten gar nicht mehr so viel eintragen. Jetzt wurde das geändert und jetzt ist hier die Metadatenvorgabe, ich muss es mal dicht dran halten, Canon EOS 7D und hier Vorlage. Und egal welches man ändert, wenn ich jetzt GoPro mache, bleibt da unten Canon EOS 7D stehen. Mache ich hier jetzt mal die Vorlage DJI Phantom 3, bleibt hier oben GoPro Import stehen. Und es ist zum Kotzen. Jetzt muss ich nämlich hier oben eintragen, dass ich von der Canon EOS 7D importiere und muss hier nochmal hingehen und Canon EOS 7D auswählen. Die Stichworte von den Metadaten, die sind nicht mehr da. Das muss ich alles neu eintragen. Also ich kann die Vorlage zwar Canon EOS 7D da auswählen, aber in den Metadaten steht dann erstmal nichts mehr drin. Ich weiß nicht, was sich Adobe dabei gedacht hat. Sicherlich wollten sie es einfacher machen, denn grundsätzlich ist dieser ganze Importvorgang für einen Laien, sag ich mal, oder für einen Hobbyfotografen sicherlich viel einfacher geworden. Er braucht dann nur noch die Bilder auswählen, die er importieren will, drückt auf Import, fertig. Für jemanden, der da aber ambitionierter ist oder vielleicht auch für Profis, ist es jetzt komplizierter geworden. Also nicht komplizierter im Sinne von, er sieht ihn durch, sondern es kostet einfach Zeit. Und ich weiß nicht, also es ging vorher einfacher und ich glaube, dass es nicht gut war, was Adobe da gemacht hat. Ich glaube, sie haben da nur Augenmerk auf die Hobbyknipser gelegt und haben dabei die professionellen und ambitionierten oder semi-professionellen Fotografen ein bisschen außer Acht gelassen, weil das weniger sind oder so. Aber ob das so gut ist, wenn man die so ein bisschen verprellt, ich glaube es nicht. Ich habe gestern nicht nur mit der GoPro aufgenommen und mit dem iPhone, ich habe auch mit der Spiegelreflex aufgenommen und habe beim Bearbeiten das völlig vergessen. Und habe die Dateien gar nicht auf den Rechner gezogen und naja. Jedenfalls sind hier noch ganz viele Files von gestern. Das ist alles von gestern, von der Spiegelreflex. Und ich weiß nicht, was soll ich jetzt damit machen. Ich muss mal gucken, ob sich das irgendwie noch lohnt. Vielleicht als Outtakes oder nochmal so zusammenzuschneiden. Ich habe noch nicht angefangen mit dem Videoschneiden. ich hätte keinen Wein aufmachen sollen. Naja gut, ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht. Dann rufe ich jetzt Mama an, trinke dabei den Kaffee. Und danach geht es mir auch nicht so weit gut, dass ich ein Video schneiden kann. Naja, aber ich musste den Wein trinken. Naja, ich musste nicht, aber... und zwar, weil ich hier... Ich habe Rechnung bezahlt. Das Finanzamt hat mir eine Rechnung geschickt, dass sie für die Steuerabrechnung von 2014 nochmal 372 Euro haben wollen. Oh. Genau. Und das musste ich überweisen und dann musste ich die Fremdenverkehrsabgabe. Ne, da hatte ich einen Fremdenverkehrsabgabebescheid von der Gemeinde Heringsdorf hier. Ja, das finde ich eigentlich sowieso eine Frechheit, aber gut. Jedenfalls muss ich da aus nicht nachvollziehbaren Gründen für mich, muss ich da Geld bezahlen. Im letzten Jahr waren es 30 Euro oder so, 32 Euro, irgendwie so in dem Dreh. Jetzt haben sie beschlossen, dass es teurer wird. Jetzt muss ich dieses Jahr 52 Euro bezahlen. Fremdenverkehrsabgabe. Für, ja, keine Ahnung. Mir hat hier noch... Ist egal. Aber jedenfalls musste ich diesen Scheiß da bezahlen. Und damit ich in den Überweisungsverfahren keine Hasstiraden reinschreibe, in den Verwendungszweck, habe ich wieder einen Schluck Wein getrunken. Das macht es erträglicher. Gut. Jetzt aber, ich muss zu Hause anrufen. Sonst klingelt hier gleich das Telefon, warum ich noch nicht angerufen habe. Und dann sonst, wo ist überhaupt mein Headset? Naja, egal. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.